RTF1 Talk wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Tübingen. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Herzlichen Dank dem Liederkranz 1837 Metzingen für den stimmungsvollen Auftakt des RTF1-Talks Chöre in der Region. Herzlichen Dank dem Dirigenten Gunter Rall und herzlichen Dank natürlich auch Ihrem Pianisten Benjamin Löw. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Chöre in der Region heißt, wir freuen uns sehr auf die Lieder dreier ganz verschiedener Chöre. Wir sprechen mit den Chorleiterinnen und dem Dirigent und sind sehr gespannt hier auf dem Podium. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir den wunderbaren Frauenchor aus Stuttgart mit seiner Leiterin, der Sängerin und Kabarettistin Frau Ina Martinez. Herzlich willkommen in Tübingen. Den Gospelchor Offbeat aus Tübingen und seiner Leiterin Frau Katrin Messner. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und Sie haben ja schon gesehen und auch gehört. Herzlich willkommen hier im Sparkassenkarree Tübingen vom Liederkranz 1837 Metzingen, Herrn Gunter Rall. Am Anfang haben wir immer so eine kleine Warm-up-Runde, wo man relativ kurz dann antwortet. Fangen wir mit Ihnen an, Harald. Es ist zurzeit in diesen Tagen in aller Munde das Ehrenamt. Und Ehrenamt ist ja auch so was Wichtiges eigentlich für einen Chorleiter. Wo liegen Freude, Spaß, Verzweiflung als Chorleiter? Ja, also die Freude liegt natürlich daran, immer wieder mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, Musik zu machen. Und über die Verzweiflung wollen wir mal gar nicht reden. Die gehört dazu, wie zum Leben, aber es überwiegt deutlich die Freude. Bei Ihnen, Frau Messner? Ja, ich würde sagen, das ist immer wieder die Erfahrung. Also ich knüpfe auch an das an, was Herr Rahl gesagt hat, dass man gibt und tausendfach zurückkriegt. Und die Schattenseiten, genau, die sprechen wir dann auch auf der Schattenseite dieses Vorhangs hier. Ines Martinez, Freude, Spaß, Verzweiflung. So wie in jeder langen Beziehung, würde ich mal sagen. Also es wechselt sich so alles ab und nach einem Tal kommt auch wieder ein Gipfel. Und so macht es einfach immer viel, viel Spaß. Also ich habe mich natürlich kundig gemacht für die Sendung heute, was manche Chormitglieder nicht von Ines, sondern so allgemein so denken, was Freude und Spaß macht, ist immer relativ klar. Musik und natürlich auch die Anspannung, ein Konzert vorzubereiten und so. Aber was einen zum Beispiel gelegentlich nervt, jetzt guckt ja hier niemand an, hier ist es tatlos, ist zum Beispiel, wenn der Chornachbar ständig nach Knoblauch riecht oder so. Ist sowas ein Thema, Harald? Habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Also das noch gar nicht. Aber ich. Ich? Oder Frau Messer, da ist irgendjemand ein eigenwilliges Parfüm mitbringt? Nö, ich rieche nie nach Knoblauch. Nein, Sie nicht. Ich denke, die Chorleute unten. Oder, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch mal ein Problem gibt. Zum Beispiel, wie ist es bei der Stückauswahl? Wer entscheidet, was bei einem Konzert oder auch wer entscheidet, was heute Abend hier gesungen wird? Ich. Das ist gut, ja. Herr Reib, wie ist es bei Ihnen? Ja, ich halte es immer so, es ist ganz demokratisch. Alle dürfen sagen, was sie gerne möchten, aber was gesungen wird, sagt dann ich. Und Ines? Ich schließe mich an. Das haben wir gedacht, dass da hierarchische Strukturen sind. Die zweite Frage ist,
ja, wenn ich mal hier anfange, Ines, was, wie steht es eigentlich um die Chormusik in Deutschland? Gibt es da Nachwuchsprobleme oder ist das überhaupt kein Thema? Wie findest du deine Sängerinnen mit Casting und Vorsänger oder musst du da händeringend irgendwie dort stattlaufen? Also ich bemühe mich gar nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Fluktuation in meinem Chor so verdammt niedrig ist. Also, wenn ich einen Chor gründen würde, würde ich natürlich Ausschreibungen machen und ich glaube, dass die Einstellung zum Gesang sich wesentlich verbessert hat in den letzten 20, 30 Jahren und dass der Zugang zum Singen und zur Stimme viel einfacher wurde. Ich will jetzt wirklich nicht Dieter Bohlen hervorheben und ihn loben dafür, aber wir haben natürlich Unglaubliches im Fernsehen ständig um die Ohren. Ja, wir suchen unsere Superstars. Das senkt aber eigentlich auch die Hürde, sich überhaupt mit dem Singen auseinanderzusetzen. Und wir wissen ja alle, die singen, das tut wahnsinnig gut und ich kann nur jeden ermutigen, es mal zu probieren. Herr Reiber, Ihnen vielleicht, 1837, ich meine, das ist nicht Ihr Jahrgang, aber trotzdem, kann man im Alter auch noch singen oder gibt es da irgendwann mal, wo man sagt, ja, jetzt fehlt irgendwie das Volumen oder so? Also natürlich verändert sich die Stimme im Alter, aber ich habe viele, viele Sänger, die auch wirklich im hohen Alter noch gut singen können. Man muss dann einfach die Literatur ein bisschen anpassen. Das ist auch eine Frage der Technik, aber möglich ist es durchaus. Und wie ist es bei so einem Gospelchor, Frau Messner? Die müssen sich ja auch immer noch so dabei bewegen. Ist das schwieriger dann zu singen oder erleichtert es das? Ja, beides könnte man sagen. Also zum einen ist natürlich eine Koordinationsübung sozusagen. Man muss singen und wir singen ja auswendig, das heißt Text auswendig, die eigene Stimme auswendig und dann auch noch die Bewegung mit. Das ist schon eine hohe Anforderung. Und andererseits ist es aber auch so, dass die Bewegung ja helfen soll, sozusagen im Takt zu bleiben. Also man hat dadurch das, was der Pianist oder die Band macht, die einzelnen Beats, die hat man dadurch im Körper und das hilft natürlich auch, um gemeinsam zu grooven. Wie ist jetzt bei Ihnen? Sie haben in diesem Jahr, was die drei Chöre hier alle verbindet, sind Jubiläen. Sehr unterschiedlich. Ja? Also Ines, Ihr wunderbarer Frauenchor ist immerhin 15 Jahre alt. Der CVJM Tübingen feiert nächstes Jahr sein 150-jähriges Jubiläum. Und Sie sind natürlich absoluter Leader, Herr Rall, 175-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Wie geht man mit so einer Tradition und muss man da im Jubiläumsjahr mit einem Konzert, muss man das berücksichtigen oder ist man da relativ frei in der Gestaltung? Also ich war frei mit dem, wie ich das feiere, aber dass es gefeiert wird, ist klar. Für mich selber ist es was ganz Schönes, in so einer langen Tradition zu stehen. Also ich überlege mir auch immer, wann wurden diese Chöre gegründet, was war da geschichtlich los, ich bin sehr geschichtsinteressiert. Und wir haben dann entschieden, dass wir ein Jubiläumskonzert machen, zusammen damals mit der Stadtkapelle Metzingen, wo wir also auch das Programm sehr weit gespannt haben, von der Klassik, Romantik, bis zu We Are The World und Music von John Miles. Und zu dem Anlass dieses Konzerts wurde extra ein Chor gegründet, die Metzingers, der Frauenchor, das waren die oben standen. Und jetzt haben wir noch geplant, am 12. Januar in Metzingen, in der Kirche, in der Markuskirche, Also, Martinskirche. Harald ist nicht so schlimm, der Harald dirigiert nur 7 Chöre. Ich komme immer mit den Namen auseinander. Ja, in Kirche haben wir die Martinskirche und da machen wir noch ein Kirchenkonzert als Abschluss von diesem Jubiläumsjahr. Und versucht man das dann irgendwie so einen chronologischen Abriss und so eine Zeitgeschichte zu machen oder so? Es wurde damals unter Leitung von dem Herrn Gollnisch, glaube ich, vor allem war das in der Sparkasse eine so Chronologie aufgebaut, die dann auch alle anschauen konnten, wo man gesehen hat, wie das war mit Bildern. Das war sehr, sehr gut gemacht. Aber im Konzert selber haben wir versucht, eher das also anzuklingen zu lassen. Wir haben auch mal ein Lied gespielt, wo wir gesagt haben oder gesungen, das war eins der ersten. Aber die Lage ist so, dass man gar nicht weiß, was die 1837 gesungen haben. Also die Aufzeichnungen fangen erst, glaube ich, 1860 oder so richtig an. Bei Ihnen, Frau Messner, 150 Jahre CVJM ist ja auch ein mächtiges Jubiläum. Sind da jetzt schon Planungen im Gange? Ja, und das betrifft natürlich nicht nur uns, sondern den ganzen Verein. Also was jetzt unsere Seite angeht, es wird ein Jubiläumswochenende geben, das betrifft alle, im Oktober nächstes Jahr vom 18. bis zum 20. Oktober, das ist ein Wochenende und da wird es dann am 20. Oktober ein großes Jubiläumskonzert in der Stiftskirche geben, das wir gestalten dürfen. Gut, und jetzt freuen wir uns auf, wenn der Spirit of the Law
mit dem Gospelchor Offbeat. When the Spirit of the Lord comes upon my Gospelchor Offbeat aus Tübingen, Leitung Katrin Messner und am Piano war Samuel Jersak. Frau Messner, war das für Sie bei Gospelchor Die Zahl ein typisches Stück aus Ihrem Repertoire? Wieder ja und nein. Also ja, weil es hat diese typische Call-and-Response-Struktur, sagt man. Also einer sagt was vor, ruft und die anderen antworten. Call-and-Response, Ruf und Antwort. Und das kommt wirklich aus dem Ursprung des Gospel heraus. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oder Amen oder andere Dinge, die man da kennt. Und nein, weil es war ein Modern Gospel, so von der Anlage her, es war eher ein poppiges Stück. Es ist noch nicht vor allzu langer Zeit geschrieben worden, insofern hat es eben diese beiden Seiten. Kann man daraus lernen, dass sich die Gospel, das Gospel-Lied gut, oder wie man da sagt, dass sich das auch erweitert, dass da immer neue Stücke dazukommen? Weil man denkt ja immer, das wäre so bei dem klassischen Repertoire. Ja, nee, unbedingt. Also da kommt ganz viel jetzt europäischerseits, vor allem aus dem skandinavischen Raum, Schweden und Norwegen vor allem, aber auch Dänemark ist da gut mit dabei und dann natürlich aus den USA. Ja. Frau Messner ist Lehrerin am Fürstwald-Gymnasium in Mössingen und unterrichtet? Religion und Französisch. Und wo ist die Musik? Ja, die passiert zwischen den Zeilen. Und wie sind Sie dazu gekommen? Zur Musik oder zum Fürstwald-Gymnasium? Nein, das hat man ja nicht immer so ganz in der eigenen Hand, aber zur Musik. Ja, die Musik kam zu mir, würde ich mal sagen. Das sucht man sich ja nicht in dem Sinn aus. Es war einfach von Anfang an
meine Leidenschaft. Und die Frage wäre eigentlich eher, warum ich nicht Musikerin geworden bin. Ich bin einfach im Wildermuth-Gymnasium hier in Tübingen zur Schule in diesen Musikzug und ich hatte immer ganz viel Musik um mich rum. Und nachdem dann klar war, das wird es jetzt beruflich doch nicht wahr, andererseits klar, dass das weiterhin einen großen Teil meines Lebens einnehmen wird. Und warum nicht studiert Musik und dann unterrichtet? Das wäre jetzt eine längere Geschichte. Ja, gut, dann will ich also, da nicht. Wann anders? Ja, aber kann das noch kommen, nee, oder ist das schwierig? Nee, also was ich gemacht habe, dann ich hatte nach dem Referendariat und so einer ersten Zeit in der Schule die Gelegenheit hier am Evangelischen Stift in Tübingen eine sogenannte Repetentur zu besetzen und habe damit Studierenden zusammengearbeitet und hatte ein Drittel für eigene Weiterbildung oder wissenschaftliche Arbeit und in der Zeit habe ich dann an der Hochschule für Kirchenmusik, Popularmusik noch studiert. Okay, Offbeat CVJM Tübingen macht sicher noch mehr als Konzerte und Proben. Ja, also wir sind mehr noch eben im kirchlichen Bereich in Gottesdiensten oder sonstigen kirchlichen Veranstaltungen zu finden. Dieses Jahr hat zum Beispiel die Deutsche Bibelgesellschaft ihr 200-jähriges Jubiläum gefeiert und da war in Bad Urach im Stift ein Festakt, den haben wir musikalisch mitgestaltet und je nachdem, was halt kommt. Aber eben auch der normale Gemeindegottesdienst wird von uns genauso mitgestaltet. Und wie rekrutiert Sie Ihre Sängerinnen und Sänger? Gibt es da Männerprobleme bei Gospelchor oder sind es immer auch mehr Frauen? Ja, also das war ja deutlich, dass es mehr Frauen als Männer waren und ich glaube, dass wir da nicht alleine sind und dass das auch nicht am Phänomen Gospelchor, sondern überhaupt am Singen hängt. Gibt ja noch solche wie die Ines Martinez und der wunderbare Frauenchor, ja, da ist die Tür abgeschlossen, auf Limits, bloß keine Männer, also ja. Da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Ich verstehe es zwar nicht, aber es hat sicher Gründe. Ja, also was jetzt uns angeht, in der Tat, also es gibt weniger Männer als Frauen in diesem Chor, aber wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben im Alt die Stimme nochmal geteilt. Es gibt ein Alt 2, so können wir flexibel den Alt 2 mit dem Tenor zusammenlegen oder alle Männer eine Stimme singen lassen und drei Frauenstimmen machen oder wie auch immer. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Sie proben wie oft in der Woche? Einmal. Einmal die Woche, aber das ist relativ regelmäßig? Ja, außer in den Schulferien. Gut, also dann war das eigentlich ein schöner Übergang, ja. Männer sind Mangelware, das wird der wunderbare Frauenchor überhaupt gar nicht sagen. Ines, warum keine Männer, bevor der Chor auftritt? Das interessiert mich brennend. Also das war einfach so, der Chor hat sich in einer Krabbelgruppe im Stuttgarter Westen gegründet. Mutter da in einer Krabbelgruppe, ja genau. Normalerweise die Mütter mit den Kindern krabbeln und nicht die Väter, war eben am Anfang nur ein weibliches Volk in diesem Raum und daraus wurde der wunderbare Frauenchor. Und den gibt es jetzt immerhin auch schon 15 Jahre. Genau. Darf man das fragen, sind da noch welche dabei vom Anfang? Also da sind viele dabei vom Anfang. Und ah, ja. Mit denen zu altern, das ist sehr tröstlich und sehr schön. Und gekrabbelt, und gekrabbelt wird nicht mehr. Wie bitte? Gekrabbelt wird erst wieder als Oma, oder wie ist das? So ist es. Also wir sind ja mittlerweile dann schon wieder in den Wechseljahren und Großmütter und wie auch immer. Also das ist jetzt sehr spannend, wie sich das eben mit der Zeit verändert. Früher hat man über die Kleinkinder gesprochen und sich über Stillrhythmen unterhalten und irgendwann unterhält man sich dann darüber, dass der Sohn immer mit dem Computerpasswort sich in den eigenen Computer einloggt, obwohl er es nicht soll. Also das wird sich natürlich nie totlaufen. Es ist immer sehr, sehr interessant, dann das zu verfolgen, was bei den anderen los ist. Und dann kann man das natürlich auch wieder schön auf sich selbst beziehen. Mit einem Wort, wunderbar dabei zu sein. Ja. Und so heißt das erste Lied, das der wunderbare Frauenchor Stuttgart singt unter der Leitung von Ines Martinez. Am Klavier sitzt Uli Gutscher. Bitte schön. Thank you.
Das war der wunderbare Frauenchor aus Stuttgart und der sang natürlich auch wunderbar dabei zu sein. Vielen Dank, Ines Martinez, vielen Dank, Uli Gutscher. Ines, zum Repertoire, ja, ein typisches Stück gewesen oder wie würdest du es kennzeichnen? Wir äußern uns eigentlich ganz gerne in Deutsch mittlerweile. Also wir hatten anfänglich auch Gospel, Jazz gewählt, auch Popstücke und haben dann irgendwann mal, als wir alle mutiger geworden sind, uns getraut, eigene Texte zu schreiben oder auch mal die Chansons aufs Korn zu nehmen. Das war jetzt Ulrich Tukur, die man jetzt auch sonst nicht so findet. Also ich arrangiere diese Sachen. Und da guckt man einfach eher dann auch mal so in den 30er, 40er Jahren bei den Solisten nach oder auch bei den Georg Kreisler Chansons, was da so los ist textlich. Und wenn uns das irgendwie entspricht und das so unserem Lebensmoment entspricht, dann schnappen wir uns mal so ein deutschsprachiges Lied. Und ja, das ist irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, 70% des Repertoires. Ines sagt ganz cool, ich arrangiere das auch. Müssen wir vielleicht doch noch ein paar Dinge dazu sagen. Sängerin, Kabarettistin, ziemlich unterwegs, auch mit dem St. Pauli-Theater, mal in München, mal in Zürich. Frage nur, wie kriegt man das zeitlich auf die Reihe? Irgendwie. Irgendwie? Es geht ja immer bekanntlich alles. Ich habe gehört, mein Kollege hat 6 Kinder, ich habe nur 1. Er hat 7 Chöre, ich habe nur 1. Also, was soll ich mich da beklagen? Damit, Harald, ja, also... Harald, 6 Kinder, 7 Chöre und, wenn ich es richtig weiß, sind Sie auch noch Lehrer? Ja. Ja. Wobei wieder mal bestätigt wäre, dass Lehrer alles können, oder? Wie machen Sie es zeitlich? Haben Sie einen ganz strengen Plan? Weil 7 Tage hat die Woche, proben Sie jeden Abend irgendwann mal, nicht? Der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, dann die Nacht halt noch. Dann die Nacht halt noch, ja. Also bei Ihnen ist ja auch nicht viel anders. Wie kriegen Sie es unter einen Hut? Oder ist es einfach ein fester Schuh fix einmal die Woche? Ja, aber es geht ja weit darüber hinaus. Also ich kann auch nur sagen, irgendwie geht es dann halt doch immer. Man fragt sich das oft selber, wie das eigentlich zusammengehen kann. Aber wenn es halt eine Leidenschaft ist, dann hat die auch ihren Platz im Leben. Und wie ist es mit sowas arrangieren? Ist es dann, nimmt man da irgendein ein renommiertes, erfolgreiches Arrangement oder ist es, versucht man es möglichst auf den Chor abzustimmen? Genau, man sucht sich jetzt erstmal das Stück aus, wenn einem die Melodie, der Text gefallen, dann entwickelt man in der inneren Vorstellung im Ohr einfach so die Klänge dazu und stellt sich vor, also was möchte ich da jetzt betonen und das mückt man dann einfach aus mit Mehrstimmigkeit, zweistimmig, dreistimmig, auch teilweise fünfstimmig. Und dann muss man einfach gucken, wie sie es dann auch im Chor umsetzen lässt. Manche Dinge, die ich so schreibe, die entwickle ich während der Probe auch erst zu Ende, weil ich dann merke, das bewährt sich meine Idee oder ich muss sie auch nochmal ummodeln. Und der Chor ist eigentlich so eigenständig und ja auch so stabil dabei, weil wir wirklich, wie gesagt, wenige Frauen haben, die gehen und lernt mit der Zeit auch wirklich mit zu entscheiden und mitzudenken, mitzuschreiben. Also wir entscheiden dann tatsächlich auch hin und wieder mal, dass wir eine Strophe rausschmeißen oder den Schluss nochmal ändern. Das ist immer sehr schön. 15-jähriges Jubiläum ist ja relativ kurz, 175, 150. Aber was hat sich geändert in den 15 Jahren? Was ist das Geheimnis, dass die so bei der Stange bleiben? Das ist ja lange. Ich meine, von 1837 gibt es wahrscheinlich niemand mehr, aber nach 15 Jahren, ja? Ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten. Es sind verschiedene Aspekte. Ich glaube, wir sind natürlich da im Stuttgarter Westen irgendwie alle so ganz gerne und die da so gerne leben und singen, gut, die kommen dann einfach zum Chor. So, die bleiben da. Dann gibt es ganz viele Laufgemeinschaften, Opernfreundschaften, Urlaubsklicken, die fahren miteinander irgendwie Skifahren. Also es gibt im Chor einfach Gruppen, die sehr gut befreundet sind, die sich zu Geburtstagen einladen. Das hält natürlich einfach dann vom Gruppenklima auch gut zusammen. Und dann muss man als Chorleiter natürlich sagen, wenn die Spannung nachlässt, dann muss man sich einfach was einfallen lassen. Das ist, glaube ich, die Kunst. Und das habe ich auch vorher mit der langen Beziehung gemeint. Man muss immer wieder irgendwelche neuen Aspekte finden und betont dann auch jetzt in meinem Fall mal Choreografie oder mal szenisches, holt mal Seminarleiter rein, holt Künstler rein, die dann sagen, wir machen mal ein Percussion-Wochenende, damit der Chor einfach auch was zu futtern bekommt und dass wir uns alle auch
erneuern und wieder erfrischen. Und dann geht's weiter. Herr Raldi, Frau Martinez spricht von Gruppendynamik innerhalb des Chores. Wie ist eigentlich das Verhältnis untereinander? Das frage Sie nachher auch. Bei Gospelchören könnte ich mir vorstellen, ist das anders. Sind die alle sozusagen sehr abgeschlossen? Das ist unser Chor und da ist es schwierig, irgendwie reinzukommen. Oder gibt es auch sowas, wie man normalerweise als Musiker kennt, so Sessions, dass bei irgendeinem Festival dann Chöre miteinander singen oder so? Ja, also die Sozialgemeinschaft im Chor, das ist schon das Wichtigste überhaupt. Es gibt Chöre, die singen jetzt gar nicht so berauschend, aber die haben so eine enge Gemeinschaft, dass die gibt es wahrscheinlich noch in 100 Jahren. Und es gibt Chöre, die könnten eigentlich gut singen, aber wenn es nicht stimmt, dann brechen die auseinander. Das ist also wirklich das Allerwichtigste. Und was jetzt hier nochmal spezieller die Frage ist, dass ganz viele alte Vereine junge Chöre gründen, und das ist dann immer wieder sehr spannend, weil da gibt es auch oft Reibereien, weil es ist dann wie eine neue Gruppe, die dann plötzlich... Also wie innerhalb des gleichen Liedekranzes, genau. Verschiedene, ach, das gibt es auch, ja? Ja, das ist ja bei uns jetzt auch, dass wir die Metzingers gegründet haben, und ich muss sagen, das ist auch ein Frauenchor, weil wir keine Männer haben, und die haben das... Also wir haben schon, ich glaube, es gibt Männer in Metzingen, aber... Es gibt auf jeden Fall Männer in Metzingen. Es gibt Männer, aber wir singen auch als Frauenchor jetzt. Und das ist echt erstaunlich, wie die sich da reingegeben haben, auch wie die in dem Stammchor, so sagt man da, dann mitsingen und auch ohne Berührungsängste überall mit einsteigen. Das finde ich ganz toll. Bei Gospelchor gehört es doch eigentlich fast dazu. Da gibt es doch so Festivals, wo sich die Gospelchöre treffen und kürzt da dann zum guten Ton, im wahrsten Sinn des Wortes, und am Schluss dazu, dass da alle miteinander singen, oder ist das auch nicht so? Also, wenn ich von unserem Chor spreche, dann, also da ist es nicht so, dass man das unbedingt machen muss, aber es gibt seit, glaube ich, jetzt 10 Jahren maximal so ein Gospival, heißt es, ein Gospelfestival und ein Gospelkirchentag, und da haben wir auch schon teilweise mitgemacht. Und mein Eindruck ist schon, dass das für viele Gospelchöre ein ganz wichtiger Aspekt ist. Jetzt bei uns ist schon auch diese Sozialgemeinschaft innerhalb des Chores spielt eine große Rolle. Und viele sind einfach familiär, beruflich, sonst irgendwie auch stark eben eingespannt. Und dann ist es einfach auch schwierig, da mal ein ganzes Wochenende kurz wegzufahren und so. Von daher spielt der Aspekt bei uns jetzt keine so große Rolle. Und was ist es schwierig, verschiedene Chöre zusammen zu singen zu lassen und zu dirigieren oder nicht? Doch, ich finde, also es macht Spaß, aber es ist natürlich auch eine besondere Aufgabe. Man merkt dann eigene Eigenheiten deutlicher, dass ausgemachte Zeichen andere natürlich zum Beispiel nicht kennen, oder wenn man dann in einer Riesenhalle also so ist und dann halt auf Leinwänden Dirigenten übertragen werden, damit man das Dirigat überhaupt sieht. Also meine Sache ist nicht so. Ich finde es ein bisschen zu viel, des Guten. Ines, bei deinem Chor, denke ich, ist wahrscheinlich eher auch schwierig, dass es mit anderen zusammengeht, weil das ja doch spezielle Arrangements auch sind, oder? Also wir hatten Projekte, ein Frauenchor-Treffen, ja, mit einem anderen Frauenchor zusammen, oder auch dann eher mit Bands, also dass wenn dann eine Big Band oder ein Salonorchester dabei sind, und die Erfahrung zeigen, also je unterschiedlicher der Partner ist, desto besser geht's eigentlich. Das war so unsere Erfahrung. Dann kann man sich irgendwie klar voneinander absetzen. Okay, jetzt machen wir vielleicht die Schlussrunde. Was sind die nächsten Projekte? Was steht an? Also wir werden erstmal im Bogengang zwischen Schlossplatz und Schillerplatz an der Hofapotheke in Stuttgart am Weihnachtsmarkt ein bisschen singen, und zwar am 18. Dezember. Dann werden wir danach ordentlich feiern. Dann machen wir im Januar unser Chorwochenende in der Palz. Waren wir noch nie, gehen wir mal hin, mal gucken, wie es wird. Tanzen wir auf dem Tisch. Muss man einen Dolmetscher mitnehmen wahrscheinlich. Mal sehen, eine ist aus der Pfalz, gell? Patricia ist aus der Pfalz, die macht es dann schon. Also da wird dann ordentlich gebechert, aber auch viel gearbeitet. In dieser Reihenfolge, ja. Ja. Ist das eigentlich gut für die Stimme? Nee, oder das nicht? Ist nicht gut für die Stimme, und es gab schon öfters sonntagmorgens dann Krisen, weil das Aspirin ausging und der Chor dann eigentlich nicht mehr wirklich zahlreich nach dem Frühstück auf der Matte stand. Es ist ein Frauenchor, ja. Und feiern geht auch ohne Männer.
Im Ernst? Ja, es geht. Mit Applaus, Frau Messner, feiern ohne Männer. Frage, Ihre nächsten Projekte, also das Jubiläum haben wir schon angesprochen, gibt es was darüber hinaus noch, ja. Weihnachten oder so? Also wir haben unsere großen Auftritte gerade hinter uns, am vergangenen Wochenende hier im Kreissparkassen-Karree. Am Samstag haben wir ein Konzert gemacht und dann am Sonntag nochmal in Mössingen. Das war ein Projekt gemeinsam mit einer meiner Schulklassen. Das war was ganz Spannendes und Neues auch, also so viel auch zum Thema Abwechslung und so. Und dann haben wir jetzt in diesem Jahr, morgen Abend singen wir in der psychiatrischen Uniklinik und gestalten die Adventsfeier mit. Also das gehört auch zu unseren Aufgaben oder Einsätzen. Und am Heiligabend die Christmette in der Stiftskirche. Und dann nächstes Jahr steht vor allem Anfang März, das ist der 3. März, ein Sonntag, da sind wir am Wochenende in der Landesakademie für die musizierende Jugend in Ochsenhausen. Da haben wir unser Probenwochenende und machen um 11 Uhr ein Matinee-Konzert und dabei soll unsere neue CD eben eingespielt werden. Im April wieder Konzerte, unter anderem auch in Tübingen und dann eben im Herbst wieder. Strammes Programm. Harald, Ihre nächsten Projekte jetzt nur auf den Liederkranz 1837 Metzingen bezogen. Ja, also wie gesagt, das Größte im Moment, was ansteht, ist am 12. 13. Januar das Kirchenkonzert. Das ist ganz, da freue ich mich schon sehr drauf, weil wir da gemeinsam mit dem Göppinger Liederkranz singen und zwei Solisten haben, und zwar sehr ungewöhnlich, zwei Sopranstimmen, aber beides von Jungen gesungen. Die eine Sopranstimme von einem 18-jährigen Altus und das andere von einem Knabensopran. Und da wird man einige Stücke, eines von César Franck, aber auch von Andrew Lloyd Webber aufführen, Pier Jesu. Also das ist das Wichtigste gerade. Und dann wird man im nächsten Jahr wieder auch eine Matinee geben im Stammchor. Und die Metzingers werden endlich dann auch mal ihr erstes eigenes Konzert geben. Die wurden ja gegründet für das Jubiläumskonzert, hatten da ihre ersten Auftritte und wollen jetzt ein abendfüllendes Konzert dann im nächsten Jahr geben. Ich bitte... Ines? Ich würde nur noch sagen, ganz kurz, wir planen unser nächstes Konzert im April und das kann man dann im Internet auch erfahren, wo das ganz genau stattfindet. Da ist es noch nicht ganz genau geklärt, aber nicht, dass ihr denkt, wir trinken nur. Nee, eigentlich fast wäre es ein schönes Schlusswort gewesen. Ich darf mich sehr bedanken und Ihnen vor allen Dingen bei den Projekten viel Erfolg wünschen. Jetzt aber gut aufpassen, liebe Zuschauer. Kurzer Hinweis noch natürlich, am 16.01. gibt es den nächsten Talk, Januar, traditionell immer Seniorentalk, bewegt Alter, so nach dem Motto, ja, also die schönste Zeit liegt noch vor uns. Und ansonsten würde ich mit einem Gedicht schließen und dann natürlich noch mich auf den wunderbaren Frauenchor nochmal freuen. Ich habe es extra aufgeschrieben, dass ich es nicht falsch vortrage. Also bewegt altern ist natürlich mit Christoph Andrich, Professor Hammer, Frau Klei, Frau Reile und Herr Hans-Jürgen Stiller vom Kreisseniorenrat Tübingen. Und das Gedicht von einem unbekannten Verfasser heißt, passt eigentlich gut zu Chöre in der Region, denke ich, morgens beim Erwachen schmunzeln, am Tage nicht die Stirne runzeln, am Abend singen, dass es schallt, so wird man 100 Jahre alt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute schon mit unserem ganzen RTF1-Team ein schönes Weihnachtsfest, alles Gute im neuen Jahr. Danke für Ihr Interesse, auf Wiedersehen, aber jetzt freuen wir uns noch auf den wunderbaren Frauenchor und auf einen sehr vielsagenden Titel für einen Frauenchor, da sieht man dann doch wieder, wo es vielleicht doch noch ein bisschen fehlt. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Auf Wiedersehen. Nachmittags beim Pfeifen von Glocken, von Maler bis Aha und
RTF1 Talk wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Tübingen.